Willkommen zurück in The Last of Us und letzte Folge hatten wir eine ziemlich heftige Begegnung, beziehungsweise allgemein wäre unsere Ellie fast vergewaltigt worden. Alles ziemlich übel, sie konnte sich aber dann noch selber wehren und ist jetzt ein bisschen aus Rand und Band, beziehungsweise ein bisschen durch den Wind. Wir sind aber jetzt hier in Salt Lake City angelangt und vor allen Dingen sind wir kurz vor dem Krankenhaus, das wir ewig gesucht hatten. Und es ist Frühling, wie man so schön sehen kann. Und wir schauen mal, ob wir was finden können. Und das sieht auf jeden Fall hier alles ganz gut aus. Vor allen Dingen sieht es gut aus, weil wir brauchen natürlich Dinge. Oh, das war eine nette Familie. Forgive us. Mhm. Was haben die gemacht? Weiß nicht, ob man das nur wissen will. Gott. Ah, oh. Mh. Okay. Ja, okay, alles klar. Die haben ihre Kinder getötet. Eieiei. Ja, oder sie mussten sie töten, weil sie infiziert waren. Ja, Klassiker. Wir kennen das ja. Ja, auf jeden Fall ziemlich heftig, was da alles abgegangen ist. Und zum Glück geht sie jetzt aber wieder gut. Beziehungsweise sie konnte sich eigentlich selbst retten. Joel hat sie dann noch mehr oder weniger zu Ende gerettet, wenn man so will. Aber eigentlich hat sie es selbst gemacht. War auf jeden Fall eine ziemlich heftige Kiste. Aber wir sind wieder zurück. Ich habe gestern vom Fliegen geträumt. Ach ja? Ja. Los, erzähl mir davon. Also, ich bin in diesem großen Flugzeug. Und alle schreien und heulen, weil das Flugzeug gerade abstürzt. Also gehe ich zum Cockpit, öffne die Tür, da ist kein Pilot. Ich versuche zu steuern, aber ich habe natürlich keine Ahnung, wie man fliegt. Und direkt vor dem Aufprall wache ich auf. Ich bin noch nie geflogen. Ist das nicht seltsam? Tja, weißt du, Träume sind seltsam. Kam gerade ein Abo rein, danke dafür. War eigentlich gar nicht so geplant, aber dann ist es so. Wahrscheinlich ist jetzt das Profil wieder zurückgesetzt. Ja. Gut, dann gibt es diese Folge wahrscheinlich nur in Full HD. Eieiei. Aber egal, das wird wohl für jetzt reichen. Gucken wir mal kurz drauf. Fliegen Sie mit uns, Air West. Neues Luxusflugzeug ab November 2013. Fliegen Sie mit Air West. Neues Luxusflugzeug ab November 2013. Tja. Air West gibt es leider nicht. Aber es gibt eine West. Andersrum, West Air oder so, oder? Die kanadische? Kanadische Billigflug Airline? Ja, wir kommen auf jeden Fall dem Ganzen jetzt endlich mal näher und so wie es aussieht, in die nächste Stadt rein. In diesem Fall zuerst mal Salt Lake City. Aber ihr wisst, ich muss ja erstmal alles hier genauer angucken, deswegen, da sind ein paar Sachen drin, vermutlich. Da liegt hier hinten noch irgendwas Mülliges rum. Ist manchmal mal gerne so, aber sieht nicht so aus. Okay. Dann wieder ganz hinten. Bevor wir den offiziellen Weg gehen. Ich suche immer nach kleinen versteckten Dingen. Kommt man hier hoch? Nee, ne? Na gut. Ich frage mich manchmal, wieso sie sowas machen. Das ist halt wirklich dann nur für die Optik wahrscheinlich. Weil es sieht für mich immer so aus, als hätten sie dort irgendwas versteckt. Wie überall eine verwaiste Quarantänezone. Sie betreten eine ausgewiesene Quarantänezone. Mykotoxin Stufe 4 Eindämmungsprotokolle. Melden Sie sich bei der Einberufungsstation, bevor Sie weitergehen. Alle Personen müssen durch medizinischen Personal freigegeben werden, durchs medizinische Personal freigegeben werden, bevor Sie die Quarantänezone betreten dürfen. Das ist natürlich klar. Wird komplett untersucht und hopefully da gibt es nichts dann zu finden. Außer infiziert zu sein, was offensichtlich hier mal passiert sein muss. As it looks like. Man hat schon mal gewalttechnisch versucht einzutreten. Das Krankenhaus, das die Fireflies meinten. Komm schon. St. Mary's Hospital. Ganz viele Polizei, ganz viel Militär. Und alles ist am Arsch.
So ein fetter Panzer wäre natürlich auch mal cool, ne? Vielleicht geht es hier durch, ha? Da unten sind auf jeden Fall nochmal Pillen. Apropos Pillen, da wollte ich nochmal schauen, ob wir, oder beziehungsweise was wir denn jetzt nun machen können mit unseren Pillchen. Können wir uns natürlich wieder ein bisschen aufmotzen. 60 Pillen haben wir, Heiltempo, maximale Gesundheit. Ja komm, jetzt machen wir es mal. Fertigungszeit hätten wir auch zwar machen können, aber dann haben wir es zumindest mal. Ja, nehmen wir doch die Leiter. Auf jeden Fall, wie ihr hören könnt, geht es den beiden jetzt richtig gut. Und die sind auf jeden Fall jetzt ein freundschaftliches Verhältnis, zu einem freundschaftlichen Verhältnis geworden, wenn man so will. Ja, und hier war dann also hier der offizielle Eingang. Sie haben natürlich den Bahnhof benutzt. Ist es ein Bahnhof überhaupt? Ja, irgendwie so, ne? Als Eingangszone. In und auf geht's. Utah State. Ellie? Hm. Ellie? Ellie? Was? Die Leiter. Komm schon. Gut. Hm. Da hinten liegt noch was. Hier ist auf jeden Fall nicht beisammen. Nun denn, wir haben es bis in die Quarantänezone geschafft. Ich wollte dich anrufen, Lucia, by the way, aber in dieser Stadt sind alle Telefonleitungen ausgefallen. Sie sagen, sie könnten Briefe in anderen Zonen befördern, obwohl es vermutlich ein oder zwei Wochen dauern kann oder dauert, bis er endlich dich erreicht. Uns geht es gut, Hannah spricht viel von dir, sie vermisst dich sehr. Ich war überrascht, wie ruhig und erwachsen sie sich inmitten all diesen Wahnsinns verhält. Mir kommt es so vor, als wäre es hier der Emotionale, als wäre ich hier der Emotionale. Meistens ist sie es, die mich tröstet. Wir haben sie gut erzogen. Ich hoffe, auf deiner Seite des Landes ist alles in Ordnung und ich sehne mich danach, möglichst bald deine Stimme zu hören. In Liebe, Graham. Wir hatten ja keine Ahnung. Ja. Das war leider so, ja. Vor allen Dingen schlimm, sowas zu lesen, ne? In Bezug auf manche Momente. Na gut. Okay. Jepa. Ellie? Sie hat bestimmt irgendwas gesehen. Wow. Das musst du dir ansehen. Was ist denn? Ich sehe gar nichts. Hm. Was zur Hölle? Sein? Was denn? Komm, Beeilung! Was sieht sie denn? Siehst du das? Vielleicht lass mal an. Schon gut, schon gut. Mein Gott, sehen die aus. Wie echt. Guckt euch die Grafik an. Alter Schwede. Das ist ja nicht normal. Was machst du? Ist okay. Die sind fast zum Anfassen. Her, her. Guckt hey, euch du. Das an. Na los, komm her. Na schon. Hallo. Das ist echt cool. Meine Fresse, diese Grafik. Hier, komm, hinterher. Und da sieht man, langsam, Kleine. Dass die komm schon. Natur sich halt einfach die Welt wieder zurückholt. Ja. Das ist der positive Teil davon. Ja, ja, ich komme ja schon, ich komme ja schon. Er ist jetzt natürlich total aus dem Häuschen.
Na. Und? Ist es so, wie du es erhofft hast? Es gibt Höhen und Tiefen. Aber die Aussicht ist echt klasse. Wahnsinn. Es gibt einfach kleine Momente. Das ist eben das Schöne daran. Ne? Lässt einen einfach mal alles vergessen. Schon crazy. Jetzt eigentlich hier hochgekommen oder unten? Jetzt bin ich mir gar nicht mehr sicher. Ich glaube, wir müssen da lang. Achso. Na komm, Elli. Oder auch nicht. Wir müssen das nicht tun. Das weißt du, ja? Was bleibt uns sonst übrig? Zurückgehen zu Tommy und die ganze Sache einfach vergessen. Nach allem, was wir durchgemacht haben? Alles, was ich getan habe. Das kann nicht umsonst gewesen sein. Recht hat sie. Auch wenn das echt cool ist. Hör zu, du meinst es nur gut. Aber hier gibt es keine halben Sachen. Wenn wir fertig sind, kannst du das Ziel bestimmen. Okay? Na, ich gehe nicht ohne dich. Bringen wir es hinter uns. Guck an. Ja, da ist noch einer. Starlight. Die Zeit für Daniels zweiten Testflug mit Überlichtgeschwindigkeit ist gekommen. Diesmal ist es keine Erkundungs-, sondern eine Unterwanderungsmission. Diesmal ist auch Daniela dabei. Ihre Landung, eine Anti-Kohlenstoffbombe von 20 Teratonnen, ihre Mannschaft, 8 der fähigsten und selbstmörderischsten und gefährlichsten Männer und Frauen der letzten Wacht, ihre Mission, die Vernichtung der Heimatwelt der Reisenden. Yes, Maria. Also die werden jetzt die Reisenden zerstören, okay. Ich sag nichts dazu, das wäre mir tatsächlich auch ein bisschen irgendwie zu seltsam. Aber na gut. Da liegt da hier noch irgendwas im Müll rum. Nee. Na schön, Elli. Gucken wir mal. Da sind bestimmt noch irgendwo Ressourcen rum. Na, das weckt Erinnerungen. Wie kommt's? Es war kurz nach dem Zusammenbruch. Ich war in so einer Notaufnahme. Und wo man hinsah. Alle suchten hier nach ihren Angehörigen. Die ganze verdammte Welt war verrückt geworden. War Sarah da schon gestorben? Ja, war sie. Ah, gut. Es muss schlimm sein, seine Tochter zu verlieren. Zu verlieren, was man so liebt. Tut mir leid, Joel. Schon okay, Ellie. Guck an. Wir haben jetzt endlich auch mal darüber geredet. So, wir nehmen und decken uns hier auf jeden Fall wieder ordentlich ein. Lass mal gucken, was ich noch machen kann. Was kann man noch machen? Da sind wir wirklich komplett ausgerüstet. Just to be sure. Liegt da hinten nicht noch irgendwas?
Säckel versteckt ja auch nur manchmal was, ne? Das ist wie so oft. Pillen, 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 beautiful. Die nehmen wir mit. Und den Werkzeugkoffer. Yes. Der Werkzeugkoffer. Perfekt. Stufe 5. Yes, 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 yes. Werkzeug Stufe 5. Gibt's da am Bus nix? Wir suchen weiter. Vielleicht gibt es ja auch noch eine Werkbank. Ich würde verrückt werden. Da hinten sieht so aus, als wäre noch was. In dem Gebäude geht es irgendwie noch rein. Looks like zumindest. Gucken wir mal. Aha, haha. Werkzeug, Werkbank. Beautiful. Aber ich habe jetzt tatsächlich gar nicht so viel Werkzeug einsammeln können. Das brauchen wir noch. Okay. Was haben wir hier? Eine Karte. Gone, gone. Evacuation North etc. Handschriftliche Notizen auf der Karte auf Evakuierungsrouten, das Krankenhaus und Gebiete ohne Vorräte. Gut. Okay. Das ist ein guter Platz. Dann wollen wir doch mal noch ein bisschen hier motzen. 73 haben wir leider nur, aber dafür haben wir Stufe 5. Endlich. Das bedeutet, wir machen die Reichweite höher. Nee. Komm, der ist gut genug. Das muss reichen. Den brauchen wir nicht. Den brauchen wir nicht. Gucken wir mal, was wir hier noch machen können. Gibt es hier irgendwas, was noch wichtig wäre? Feuerrate hier könnten wir erhöhen. Feuerrate, Nachladetempo. Ach, ich weiß nicht. Wenn wir doch lieber die Großen und tun die aufmutzen. Was kann man denn hier noch machen? Wir haben einen neuen Lauf. Ich würde gerne die Magazinkapazität erhöhen. Zielfernrohr, verfügt auf Zielfernrohr zu. Panzerbrechend. Oh, really? Zwei fehlen uns noch. Scheiße, hätten wir 100% Durchdringung. Fügt der Waffe ein Zielfernrohr hinzu. Da kommt immer das da. Neues Zielfernrohr. Ist schon geil. Weg damit. Jetzt kommt das Ultrateil. Jetzt passt auf, Freunde. Oh, yes. Ohoho. Das ist die Big Mama. Das ist schon geil, wie die das machen. Hammer. Gut. Jetzt kann man leider nichts mehr machen. Außer uns über dieses schöne Teil hier freuen. Hier noch irgendwas machbar? Natürlich nicht. Wir können hier Nachladetempo erhöhen. Von dem anderen haben wir alles voll. Mal gucken hier vielleicht. Streuung, Nachladetempo, Magazinkapazität, Schussfolge, Rückstoß, Nachladetempo oder Streuung. Erhöht die Streuung, Waffe abzufeuern. Ja, komm. Okay. Die können wir theoretisch auch mal benutzen. Ja, das ist gut. Die Pumpe hätte ich zwar gerne aufgemotzt, aber naja. Mal gucken, ob wir hier noch irgendwas finden. Ich bin mir nicht ganz sicher. Ich glaube, hier hinten geht es weiter. Ja, ich glaube ja. Genau. Deswegen, bevor wir das machen, gehen wir erstmal hier ins Gebäude. Maybe. Wir finden hier noch ein bisschen Zeug zum Aufrüsten. Ich hätte nämlich schon gerne noch ein paar Dinge gefunden. Da sind wir rausgekommen. Hier können wir... Scheiße. Kam ja raus, gell? Mist. Hier hoch kommen wir nicht irgendwie. Oder waren wir dort? Das ist ärgerlich. Ah! Sowas von ärgerlich. Irgendwie gern hier reingekommen. Na gut. Hey, Joel, ich hab was für dich. Was denn? Hier. Maria hat's mir gezeigt und ich hab's geklaut. Das ist doch nicht schlimm. Nein, nein. Was ist denn das? Ah, oh.
Ja. Tja, was man auch immer versucht. Die Vergangenheit holt einen ein. Danke. So. Atlantic City. Militärzone. Ahead. Was haben wir da? Medizinische Evakuierung, Tunnel benutzen. Na dann. Gucken wir aber erst noch, was hier rumliegt. Manchmal hat man ja Glück. Suchen hier nach Magazinen. Na, schade. Ah doch, da hinten. Ah nee, doch nicht. Oh Mann. Ja, dann gehen wir halt in den Tunnel. In den Tunnel. Was soll da schon schief gehen? Dieses Mal läuft es anders. Ich weiß es. Wie meinst du das? Sie werden da sein. Die Fireflies. Ich bin ganz sicher. Ich nicht. Jetzt alle. Oh. Ja, ich müsste auch mal wieder den Flammenwerfer benutzen. Eigentlich auch richtig. Aber erst einmal benutzen wir das hier. Wir haben ja genug davon. So. Dann schauen wir mal. Genug jetzt mit Versteckspiel. Ellie hat es ja schon gesagt, was soll der Mist. So. Wir räumen jetzt hier auf. Basta. Das andere ist was für Loser. Was gibt's da? Ich glaube, das Zeug. Yes. Ah, da geht's nämlich schon wieder los. Was haben wir hier? Steine, braucht keiner. Oh. Denn von denen sind wir. Einer, aber den holen wir uns gleich. Erstmal will ich hier gucken. Hier glaube ich noch ein Stein. Ne? Was ist das? Ne, sieht nicht nach Stein aus. Ah ja. Fackelzeug. Oh mein Gott. Das sieht interessant aus. Das sind so viele. Ich weiß. Einfach weitermachen. Ja.
Taschenlampe. So, dann wollen wir mal gucken, was hier noch ist. Ob es hier noch irgendwas Feines gibt. Guck an. Das lohnt sich auf jeden Fall immer. Bleib hier. Oh, der große Papa. Zwei große Papas. Okay, das wird funny. Versuchen wir mal, die irgendwie anzulocken. Nein, auch nö. Ach, fast geschafft. Das ist jetzt nicht nett. War gar nicht so eine schlechte Idee. Das machen wir gleich nochmal. Oh, ein Stein. Ach, really? Das ist nicht nett. Ja, wieso? Warum? Was wollt ihr von mir? Hätte ich nehmen können. Das ist auf jeden Fall noch nicht alles, so wie es aussieht. Irgendwie müsste noch einer sein. Okay. Mollys. Die sind am effektivsten. So, was haben wir hier hinten? Sieht alles gut aus. Hier hinten gibt es nichts mehr, oder? Oh. Huiuiuiui. Die Kiste wäre ein guter Tritt. Elli, geh da hoch und stoß die Kiste runter. Jeppa. Okay. Gut. Das wird nicht lange halten. Alles klar. Ich glaube, hier kriegen sie uns nicht. Okay. Was sagt man, es wird gleich brechen? Pass auf hier. Das Wasser scheint tief zu sein. Hey, das machen wir, wenn es vorbei ist. Was denn?
Du bringst mir Schwimmen bei. Na klar doch. Ich bin jetzt drüben. Cool, dann lass uns die Leiter runter. Okay, Moment. Kann ja auch mal andersrum sein, ne? Muss ja nicht immer der Joel, die Ellie machen, so rum. Na? Okay, bleib einfach am Rand. Da ist es flacher. Dann geht's nicht einfach hier hoch. Ah ja. Wusste doch. Der Comic, den sie liest. Angesichts der gescheiterten Mission beschlossen Daniela und James, das ultimative Opfer für die Menschheit zu bringen. Sie wollten das Schiff und Anti-Kohlenstoffbombe direkt in den Neutronenstern fliegen. Die daraus resultierende Explosion war das signifikanteste astronomische Ereignis seit der Entstehung der Galaxis und vernichtete die Flotte der Reisenden, ihre Heimatwelt und zahllose weitere Welten und Sternensysteme. Aber wird das Opfer von zwei der größten Helden der Menschheit ausreichen, um sich auch dem eisernen Griff der Reisenden zu befreien? Wer weiß, wer weiß. Hoppa! Es ist eisig! Jesus! Nee, du musst mich so erschrecken. Okay. Hier mit dem Fuß. Okay. Na komm. Mach die Tür auf. Mach die Tür auf. Komm mal. Pass auf! Alles klar? Ja. Ich hab mich nur erschreckt. Das war nicht lustig. Mann, wird echt Zeit, dass die vernichtet werden. Nur dich erschreckt. Meine Gute hat nicht nur dich erschreckt. Eine Werkbank, das könnte interessant werden. Die Frage ist nur, haben wir da irgendwas, was wir nutzen können? Dann mal los. Wir haben schon lange keinen Geheimnisraum mehr entdeckt. Das ist ein bisschen ärgerlich. Ja, jetzt gucken wir mal hier. Panzerbrechend, das können wir leider nicht bauen. War ja klar. Ich hätte gerne noch so eine panzerbrechende Magazinkapazität. Komm, was machen wir jetzt? Sehr gut. 3 Schuss pro Magazin. Das ist nicht schlecht. Ja. Und dann für die Panzerbrechung brauchen wir mal was anderes, aber jetzt für den Moment muss das erstmal reichen. Sie geht nach links, ich gehe nach rechts. Ja. Ja. Messer benutzen. Yes, okay. Yes. So, Munition, ganz viele Pfeile. Das, was man halt so alles hat. Noch einen da? Nope. Ah, was haben wir noch hier Feines? Nichts. Das ist nur... Hier ist es schon voll. Das ist auch schon voll. Das ist auch schon voll. Wir könnten mal den Flammenwerfer benutzen. Das war hier, gell? Ja. Nutzen wir den mal einfach. Damit wir das auch mal lernen. So, Pfeile. Ich weiß, das war alles. Nur eine Pflanze und ein paar Pfeile. Oh, Werkzeug hätte mich jetzt noch gefreut. There you go. Bisschen Werkzeug haben wir zumindest hier, aber das ist dann halt auch schon gewesen mit den Spesen. Ein Messer wäre doch ganz gut. Eine Bombe. Und was haben wir hier noch?
können wir nichts machen. Heiltempo. Nee, komm. Wir wollen noch mal. Ah, hier. Zack. So, zwei Sachen haben wir hier noch. Ja, dann haben wir so das Maximum mitgenommen. Was war da noch? Ja, okay. Gut, das kann ich beides nochmal benutzen. Beautiful. Und was haben wir hier noch? Sprengstoff. Augen auf, ne? Muss man echt alles abgrasen. Ah ja, stimmt. Das machen wir noch schnell. Ein Molly. Da kann ich gerade keinen machen, oder? Ja. Ärgerlich. Na gut. Hat sich trotzdem gelohnt. Kopf runter. Sieh mal! Da ist es! Ah ja. Das Hospital. Aber bevor es zum Hospital geht, geht's erstmal ins Wasser. Du wartest hier. Ich gehe nirgendwo. Fische. Oder sollte ich besser sagen, um es authentischer klingen zu lassen. So, nochmal nach oben, nochmal nach unten. Mehr frische Luft holen. Das Wasser sieht aber echt gut aus. Fetzen. Muss da hochkommen. Ja, die Frage ist nur wie. Ah. Hier hoch. Dann hier hoch. Dann hier entlang. Und dann hier rüber. Ja, ja, die guten alten Ladestellen. Das passt, das passt. Das schmeißen wir runter. Ja, super! Okay, los, bring mich mit. Ich versuch's ja, Miss Ellie. Hoppa. Au. Ist ja nicht so, dass sie eigentlich auf ihm oder so sich an ihr halten könnte und dann, naja, egal. Ach komm. This way. Okay. Auf da. Okay. Okay, gut. Ich bin drauf. Vorsichtig. Ich hab dich. So, wie komme ich jetzt hier rüber? Im Sprung vermutlich. Ich schaffe den Sprung nicht. Vorsicht! Ah. Ach so. Na dann. Ach so, das ist ja ganz raffiniert. Ja, stimmt. Sonst hätte er nämlich selber hier hingehen können und die Leiter runterlassen. Was ist passiert? Verdammte Leiter ist hin. Und jetzt? Laufen. Ich überlege mir was. Ein extra Umweg. Oh, solche gemeinen Sachen. Ja, ja, ja. Ja, ja. Ja, ja, ja. Ja, ja, ja. Ach ja. So. Schwupps. Und dann nehmen wir die Leiter von hier. Nehmen sie darüber. Also es ist wirklich maximales Ärgernis. So. Hat auch ein bisschen Zeit. Okay, gute Idee. Reicht aber auch. Gut. Caution, watch your step. Oh Mann,
Lass mich vorgehen. Du kommst mir danach. Okay, ich folge dir. Oh Mann, oh Mann. Okay, na komm, spring. Und du fängst mich auf? Ich fang dich. Siehst du? Das hast du mich nicht mal gebraucht. Nichts wie runter von diesem Ding. Mhm. Oh shit. Ellie, los! Lauf! Oh shit, schnell hinterher. Gib Gas. Schnell. Ja, shitty. Schnell. Oh Mann. Hände hoch! Sie hat mit nicht. Nimm endlich die Hände hoch! Komm schon! Willkommen bei den Fireflies. Ja. Tut mir leid wegen. Ich wusste nicht, wer du bist. Ja, ja. Ellie. Es geht dir gut. Sie ist auch hier. Okay. Es war so ein langer Weg. Ja. Wie habt ihr es geschafft? Sie war es. Sie wollte es unbedingt. Vielleicht ist es auch Schicksal. Ich habe auf dieser Reise viele Leute verloren. Ich habe fast alles verloren. Und dann taucht ihr hier auf und wir finden euch gerade noch rechtzeitig, um sie zu retten. Ja, vielleicht ist es Schicksal. Bring mich zu ihr. Du musst dir keine Sorgen mehr machen. Wir kümmern uns. Schon gut. Ich will sie sehen, bitte. Das geht nicht. Sie wird gerade für eine Operation vorbereitet. Was denn für eine Operation? Die Ärzte sagen, dass der Cordyceps, der in ihr wächst, irgendwie mutiert ist. Deshalb ist sie immun. Wenn er entfernt wird, können sie daraus einen Impfstoff entwickeln. Einen Impfstoff. Aber er wächst auf dem Gehirn. Das stimmt. Oh shit. Sucht jemand anderes. Es gibt niemanden. Hör zu, du zeigst mir jetzt. Aufhören! Ich verstehe dich. Aber was immer du gerade durchzumachen glaubst, ist nichts gegen das, was ich fühle. Ich kenne sie seit der Geburt
Ich habe ihrer Mutter versprochen, für sie zu sorgen. Kannst du das hier zulassen? Weil es hier nicht um mich geht. Oder um sie. Es gibt hierbei keine andere Wahl. Ja, red dir diesen Scheiß nur weiter ein. Los, bring ihn hier raus. Wenn er sich wehrt, erschieß ihn. Das ist unsere einzige Chance, Joel. Steh auf. Ich sagte, steh auf. Tja. Was würdet ihr tun? Na dann. Los. Befick dich. Ich warte nur drauf. Wo lang? Wenn man sagt links oder rechts. Was soll der Scheiß? Geh weiter. Na los, geh weiter. Wo ist der Operationssaal? Na los, red schon. Wo? Wo? Oben. Den Gang runter. Danke. Oh Mist. Der Schmuggler, er ist hier drin. Tja, Freunde, das reicht aber jetzt erst einmal für diese Folge. Sind nämlich schon ein bisschen im Überzug. Ja, einiges passiert. Verdaut das erstmal und wir sehen uns dann in der nächsten Folge wieder. Hier bei The Last of Us.